guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute hierher gekommen sind, um mein neues Buch in der Lesereihe »Die Mörder sind unter uns« kennenzulernen. Mein Name ist Ilja Bachmann, aber Sie werden mich wahrscheinlich nur unter dem Namen Ilja B. kennen. Meine Popularität und eine nicht unbeträchtliche Fangemeinde habe ich meinen Kriminalromanen zu verdanken. Sie kennen sicher einige von ihnen, sonst wären sie ja nicht hier. Wie zum Beispiel Mord unterm Schafott oder Frischzellen für Methusalem. Und dann rat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 a, durchlöchert in der Hochzeitsnacht. Alles Krimis, die in der ganzen Welt gelesen werden. Ja, ich sag Ihnen, selbst die Ganoven lesen meine Bücher, um sich Ideen zu klauen. Noch vor ihrem Erscheinen werden sie ins Italienische übersetzt für die Mafia. Das Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist allerdings so eine Art Biografie. Ein Krimi aus meinem Leben. Zu Totlachen, würde ich sagen. Sie werden gleich hören, dass sich das kriminalistische Genre auch in mein privates Leben eingeschlichen hat. Angefangen hat alles mit einem Horoskop. Nein, eigentlich waren es zwei Horoskope. Ich hatte einen Termin auf dem Standesamt bei der Standesbeamtin Margarete Haubenkratz. Es war kurz vor dem vierten Advent und ich wollte heiraten, zum dritten Mal. Die entzückende, blutjunge, bildhübsche Saskia. Mit ihr wollte ich noch einen letzten Versuch wagen. Frau Haubenkranz nahm gerade ihr zweites Frühstück ein und ging dabei, wie so oft, ihre Lieblingsbeschäftigung nach. Sie las ein Horoskop. Aber hören Sie selbst. Na, wie stehen denn meine Sterne heute? Wie heißt es so schön, alle lesen Horoskope, nur dumme glauben auch noch dran. Wie gut, dass ich nicht dran glaube. Ach hier, Steinbock, zweite Dekade. Die Chancen stehen gut für Sie, die Sterne leuchten hell. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, die sich Ihnen bietet, nur Mut. Achtung! Riesenchance für alle Steinböcke mit Aszendent Löwe? Das bin ich. Nie standen Ihre Sterne günstiger. Heute können Sie Ihre große Liebe finden. Wenn Sie zwischen 10 und 13 Uhr nicht zugreifen, werden Sie es Ihr Leben lang bereuen. Und wie soll ich denn heute von 10 bis 13 Uhr zugreifen? Da sitze ich doch hier im Standesamt und muss Paare miteinander verbinden. Da kann ich ja schlecht zugreifen. So, wer kommt heute sonst noch alles? Herein! Den kann das Horoskop ja nicht gemeint haben. Der ist ja viel zu jung für mich. Was kann ich für Sie tun? Ich bin Trauzeuge. Aha, interessant. Und von wem bitte? Von Herrn Ilja B. Ach so, ja! Herr Ilja B. müsste in wenigen Minuten hier erscheinen. Kennen Sie ihn genauer? Ja. Hoffentlich ist er nicht so eine Diva, wie in den Zeitungen steht. Schwierig soll er ja sein. Er hat ja nicht einmal die Presse zugelassen. Sie sind aber nicht etwa von der Presse. Nein.
Die Hochzeit soll nämlich ganz heimlich stattfinden. Aber das wissen Sie ja natürlich. Ja, verständlich, nicht wahr? Immerhin ist er eine sehr berühmte Persönlichkeit. Schade, sonst käme ich auch mal in die Zeitung. Tja, berühmte Leute haben ebenso ihre Marotten. Naja, aber immerhin lässt er sich hier in unserem kleinen Standesamt mit... Also beim... von mir trauen. Hoffentlich traue ich mich das. Sie sind doch nicht etwa nervös? Oh doch, hin und wieder werde ich bei einer Trauung schon mal ohnmächtig. Gott sei Dank bin ich Beamtin, da schafft man sein Pensum auch im Koma. Hochzeiten nehmen mich immer so mit. Meistens falle ich schon in Ohnmacht vor der Braut. Und man hat sie noch gar nicht entlassen? Wegen Krankheit darf niemand entlassen werden. Neulich war der Bräutigam ein Arzt. Er musste mich 20 Minuten wiederbeleben, bis ich wieder auf den Beinen war. Er hat es auch mit Mund-zu-Mund-Beatmung versucht. Das hat die Braut nicht verkraftet. Die beiden waren schon geschieden, bevor sie noch verheiratet waren. Jesus. Und jetzt auch noch dieser berühmte Kriminalschriftsteller Elia B. hier vor Ihnen, in diesem kleinen Standesamt. Wenn ich nur irgendetwas von ihm gelesen hätte. Ja, hören Sie mal hier. Aber Krimis sind nichts für meine Nerven, die regen mich zu sehr auf. Frau Haubenschanz. Hier, ich habe sogar ein Buch vom Meister, habe ich geschenkt bekommen. Es ist sehr gelesen habe ich es noch nicht. Bitte hören Sie doch... Was für ein Titel, Zyankali in der Leberwurst. Wir sind sehr am Zustandekommen dieser Ehe heute interessiert. Wir? Ja, wir. Ich bin verdeckter Ermittler für einen eurasischen Versicherungstrust. Ich bin der Beste, den Sie haben. Ich lege mir eine falsche Identität zu. Diesmal ermittle ich als Chinese. Ich habe als Chinese auch schon Kontakt zur Schwester von Ilya B. aufgenommen. Tja, die Leute denken immer, ho, 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 ho. Er ist ein Chinese, der versteht ohnehin nichts. Und schon habe ich sie überführt. Folgende Mitteilung mache ich unter dem Hinweis auf Ihre absolute Verschwiegenheitspflicht. Ilya B. steht unter dem Verdacht des Versicherungsbetruges. Ihm wird vorgeworfen, sich durch den gewaltsamen Tod zweier seiner Ehefrauen Versicherungsprämien in Millionenhöhe erschlichen zu haben. Ja, müsste man da die dritte Ehefrau nicht eigentlich warnen? Auf gar keinen Fall. Sie darf davon nichts erfahren. Ihr kann auch gar nichts passieren, sie wird rund um die Uhr observiert. Ja, darf man das denn? Haben Sie eine Ahnung, was ein Kleingedruckter in Ihren Versicherungsverträgen steht? Ohne 24-Stunden-Observation ist Ihr Versicherungsschutz so hoch wie ein Auto ohne Winterreifen. Ja, und außerdem wollen wir noch die Leiche finden. Schrecklich. Ja, das war natürlich ein Scherz. Also... Sie werden jetzt ganz ruhig und ohne Verzögerung die dritte Ehe von Ilya B. schließen. Denn er hat auch seine dritte Ehefrau sehr hoch versichern lassen. Und wir hoffen, ihn jetzt endlich zu überführen. Ich mache Sie persönlich für das Zustandekommen dieser Ehe verantwortlich. Ja, wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Ganz normal. Ganz ruhig. Nicht ohnmächtig werden. Mich haben Sie noch nie gesehen. Sie kennen mich nicht. Wir... kennen uns nicht. Alles klar? Oh, Himmel, er kommt! Ilya B! Ich gehe mich umziehen. Vergessen Sie nicht, Sie kennen mich nicht. Und ich mache Sie verantwortlich. Misstöne kommen noch früh genug. Da müssen wir nicht schon am Standesamt damit anfangen. Ilya! Was ist denn? Ich muss dir ganz dringend was sagen. Sei ganz ruhig, Liebling. Du siehst entzückend aus.
Aber jetzt haben wir es mächtig eilig. Konzentrier dich einfach auf deinen Text. Ja! So, bitte nehmen Sie Platz. Hier die Brautleute, da die Trauzeugen. Nein, nein! Nicht Sie, der Platz ist für die Braut reserviert. Bitte sehr. Ich bin nicht die Braut. Ich bin die Schwester von dem älteren Herrn da. Das ist die Braut. So war's schon richtig. Aber es handelt sich hier doch um eine Hochzeit und nicht um eine Adoption, oder? Ich glaube, ich muss Sie wegen Befangenheit ablehnen. Tut mir leid, Sie verwirren mich. Ich bin ganz durcheinander. So einen berühmten Verbrecher. Ich wollte sagen, so einen kriminellen... Ich wollte sagen, so einen famosen Kriminalschriftsteller hatten wir hier noch nicht. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Alle möglichen Fehler haben Sie ja jetzt schon gemacht. Machen Sie jetzt schnell weiter, dann ist es richtig so. Schnell ist nicht immer richtig. Mir ist schlecht. Was hast du denn? Zahnschmerzen. Wir haben einen Notfallkoffer. Bis auf Kaiserschnitte machen wir fast alles. Sie bekommt ihre Weisheitszähne. Die ihren Namen ja offensichtlich völlig zu Unrecht haben. Ganz schön bissig. Kommen wir bitte zur Sache. Dürfte ich etwas Harmonie an diesem feierlichen Tag verordnen? Ich hab's eilig. Wir möchten noch vor Heiligabend in der Karibik sein. Sie können froh sein, dass Sie so kurz vor Heiligabend noch einen Termin bekommen haben. Ja, ja, ist schon gut. Wir müssen uns auch gar nicht das hinsetzen. Also das geht hier nicht im Stehen so. Schnell wie meine Kollegen in Las Vegas bin ich nicht. Dafür sind die Verbindungen, die ich schließe, besser und halten auch länger. Qualität zahlt sich eben aus. Entschuldigung. Heißt das jetzt, je länger die Trauung dauert, desto länger hält auch die Ehe? Also das hätte ich vorher wissen müssen. Meine Eheschließung hat 10 Minuten gedauert und war nach der Hochzeitsnacht sofort vorbei. Großzügig geschätzt nach 3 Minuten, wenn Sie wissen, was ich meine. So schnell schießen nicht einmal die Preußen. Das ist jetzt mehr Information, als wir brauchen. Spar dir deinen Erfahrungsschatz doch für deine Biografie auf. Ich will hier raus sein, bevor die Presse auftaucht. Und bevor Sie ins Gefängnis gehen, müssen Sie mir noch dieses Buch hier signieren. Wohin soll ich gehen? Ach, ich meine, bevor Sie in die Ehe treten. Kleiner Scherz. Ungewöhnlicher Humor für eine Standesbeamtin. Was haben Sie denn da für ein Buch? Zyankali in der Leberwurst. Ah, haben Sie es gelesen? Nein. Können Sie lesen? Ja. Dann lesen Sie es mal. Gut. Was machen Sie denn? Ich lese. Aber doch nicht jetzt! Aber Ihnen kann man ja auch gar nichts recht machen. Können wir uns, dann bleibt mein Buch eben jungfräulich. Können wir uns jetzt alle bitte setzen? Haben Sie Trauzeugen? Bisher gibt es leider nur mich als Trauzeugen. Deine Freundin Anna wollte doch kommen, oder? Der habe ich abgesagt. Nein, also Sie... Sie hat mir abgesagt, weil sie heiraten ganz blöd findet. Typische Reaktion einer unverheirateten besten Freundin. Also ich hatte eigentlich noch einen weiteren Trauzeugen vorgesehen, aber der scheint mich zu versetzen. Also dann ohne weitere Trauzeugen. Könnte ich bitte Ihre Ausweise haben? Vielleicht darf ich Sie noch ganz kurz mit ein paar Worten auf die Bedeutung der Ehe aufmerksam machen. Das müssen Sie nicht. Er hat Erfahrung genug. Ja, richtig. Ich habe ja jetzt meine Saskia und mit ihr werde ich bis an mein Lebensende glücklich sein. Glück braucht keine Erfahrung. Weil Liebe blind macht. Ist das nicht wunderbar? Ein Gefühl stärker als die Wirklichkeit. Die Liebe verleiht Flügel. Aber man weiß nicht, wohin der Flug geht. Höhenflug oder doch Bruchlandung. Was? Wie? Sie steckt voller Albernheiten. Viel zu jung zum Heiraten. Dabei hat sie ihr ganzes Leben noch vor sich. Und das will sie mit mir teilen. Aber du hast doch schon fast dein ganzes Leben hinter dir. Was ist denn da noch, was du mit ihr teilen willst? Meine Lebenserfahrung. Die soll sie selber machen. Ich will nur ihr Bestes. Das lass ihr besser.
Sonst hat sie ja gar nichts mehr. Sagen Sie mal, kann man sich hier eigentlich auch von seinen Familienangehörigen scheiden lassen? Hier noch nicht, in Amerika schon. Dann zieh ich dahin. Ich glaube, ich bin jetzt auch dafür, dass wir diese Trauung möglichst schnell hinter uns bringen, sonst gibt's hier noch Mord und Totschlag. Oh, Entschuldigung. Kann das sein, dass Sie zu viele Krimis gelesen haben? Nein, ich lese lieber Biografien. Er liest am liebsten Bücher über Astrologie. Ja, und mein Astrologe hat gesagt, heute ist mein Glückstag. Allerdings muss ich bis 11.30 Uhr getraut sein, sonst wird es ein Pechtag. Ich gebe Ihnen also noch genau 16 Minuten Zeit und mache Sie für mein persönliches Lebensglück verantwortlich! Schon wieder? Heute bin ich wohl für alles verantwortlich. Entschuldigen Sie, aber wie ich das verstehe, ist das doch Ihr Job, uns zu vermählen, oder nicht? Ich muss gehen. Ist gut, Liebling. Wir bringen das jetzt schnell hinter uns. Noch 15 Minuten. Wie romantisch. Dann beginne ich jetzt mit der Verlesung der Personalien. Vor der amtierenden Standesbeamtin Margarete Haubenkranz, das bin ich, sind erschienen. Ilja Bachmann, genannt Ilja B. Alter 55 Jahre. Das ist Saskia Hopf, angehende Schauspielerin. Alter 23 Und Jahre. Und das ist meine Schwester. Donata von Hopf. Von Hopf. Nein, nicht von Hopf, sondern von Hopf. Ein Wort. Das hätte sie gern, sie wäre gern adlig. Adel Edel. Also bitte, könnten Sie uns bitte jetzt unsere Ja's abfragen? Die Ringe tauschen wir nachher im Auto. Nach 13 Minuten. Guten Tag! Oh, bin ich zu spät? Da sind Sie ja endlich! Wie? Nicht sicher! Ich meine, ich habe ihn noch nie gesehen. Wie sollten Sie auch? Oh, das ist ein chinesisches Hochzeitsgewand. Bildschön. Sie kommen genau richtig aufs Stichwort. Jetzt können Sie mir als Trauzeuge zur Seite stehen. Oh, sehr gern. Konfuzius sagt, Schönheit und Weisheit gesellt sich gern. Oh, danke. Der erinnert mich an jemanden, den ich nicht kenne. Wer ist dieser Mann? Das ist Herr Leng. Wir begegnen uns fast täglich im Delikatessenladen. Herr Leng hat mir schon oft liebenswürdigerweise die Tüten nach Hause getragen. Oh ja, wir haben uns lichtig angefreundet, gestartet. Wang Su Leng. Guten Tag. Er ist ein großer Fan von dir. Er weiß alles über dich. Ich habe ihn gebeten, mich als Trauzeuge zu unterstützen. Ich wollte es nicht allein bezeugen, dass jemand in sein Unglück rennt. Ja, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Kennen Sie sich denn mit unseren Sitten ein bisschen aus? Ich meine, zum Beispiel bei einer Hochzeit mit Reis werfen und nicht essen. Ja, ich weiß sogar, warum man keine Paladeiser wirft. Ja, warum denn? Paladeiser machen Flecken. Aha, sehr komisch. Aber keine Sorge, ich kenne mich aus. Ich bin hier eingebügelt seit vielen Jahren. Seit vielen Jahren? Seit wie vielen Jahren? Viel. Ja, aber wie viel? Eins, zwei, drei, viel. Konntest du niemanden anderen finden? Muss das sein? Und diese Verkleidung? Aber er ist doch süß. Ja, das muss sein. Ich finde ihn ziemlich albern. Können Sie sich ausweisen? Oh ja, gern. Was sind Sie denn von Beruf? Ich bin Feng Shui Belladel. Aber mir haben Sie doch gesagt... Aha! Das müssen Sie mir noch erklären. Ach, das ist einer von denen, die ins Haus kommen und sagen, die Treppe muss da weg, wo sie jetzt ist. Die muss in die Küche verlegt werden. Und dann steigt man jahrelang über den Herd ins Obergeschoss. Ja. Aber man ist glücklich dabei. Wir müssen uns nachher noch ein bisschen unterhalten. Noch 10 Minuten. So, jetzt können Sie sich erst einmal zu Frau von Hopf setzen. Oh ja, gern. Geil. Dann kommen wir jetzt ohne weitere Umschweife zu der entscheidenden Frage. Bitte erheben Sie sich. Jetzt soll er sich dauernd hinsetzen, jetzt soll er wieder aufstehen. Ich habe nur noch gleich gesagt, dass wir das Ganze im Stehen erledigen können. Noch 8 Minuten. Konfuzius sagt, nur wer gut gesessen ist, kann mit Würde stehen. Danke. Bitte. Herr Ilja Bachmann,
genannt Ilja B., wollen Sie die hier anwesende Saskia Hopf zu Ihrer rechtmäßigen Ehefrau nehmen? Ja. In guten wie in schlechten Zeiten? Ja. Dann antworten Sie mit Ja. Ja. Frau Saskia Hopf, wollen Sie den hier anwesenden Ilja Bachmann zu Ihrem rechtmäßigen Ehemann nehmen, in guten wie in schlechten Zeiten? Dann antworten Sie mit Ja. Nein. Dann dürfen Sie die Braut jetzt küssen. Sie hat Nein gesagt. Ja. Was denn nun, Ja oder Nein? Natürlich Ja. Nein. Jetzt tun Sie doch was. Ich glaube, ich werde ja ohnmächtig. Alles nur das nicht. Oh. Konfuzius sagt, der Folge, der am Morgen Nein sagt, sagt am Abend vielleicht. Halten Sie die Klappe! Och, mein armer Schatz, wie fühlst du dich denn jetzt? Na wunderbar. Wenn der Tag noch besser werden soll, dann muss ich nur noch auf einer Bananenschale ausrutschen, durch eine geschlossene Glastür fallen und in einer Sahnetorte landen, die aus Gips ist. Du tust mir ja so leid. Ich verlange eine Erklärung. Mir ist da ein Unglück zugestoßen. Wie heißt der? Tommy Parker. Mein Tommy? Was, deiner auch? Der Tommy? Alle kennen Tommy, nur ich nicht. Wer ist Tommy? Ja, da haben wir es wieder. Du interessierst dich nicht für all das, wofür ich mich interessiere. Wir haben lang und breit über den Tommy gesprochen. Natürlich kennt er Tommy Parker nicht. Mein bestes Pferd im Stall. Seit wann hast du ihn gestützt? Du weißt genau, dass ich eine Künstleragentur habe. Und Tommy Parker ist im Moment der Megastar. Seit 18 Wochen unangefochtener Spitzenreiter der Hitparade. Tommy Parker ist in Ihrer Agentur? Oh mein Gott! Den kenne ich, den finde ich ja süß. Der ist doch sehr berühmt. Jetzt flippt die auch noch aus. Oh, der Mann ist wirklich sehr berühmt. Kennen Sie nicht sein Lied? Lock'n'Roll im Morgenglanz. Hören Sie auf mit dem Gejaule! Kummel und Zeug. Hören Sie auf! Lilex? Lilex? Konfuzius sagt, klettere niemals eine Leiter hinauf, die kleine Splossen hat. Was soll das denn heißen? Konfuzius sagt, hast du keine Füße unter Boden, kommst du nicht nach oben. Ich hatte dich gebeten, mit mir auf sein Konzert zu gehen, aber du wolltest ja nicht. Ach, der ist das? Diese Quietschmaus? Deine Kantaten, Fugen und Motetten. Wenn Mozart heute leben würde, dann wäre er ein Star. Also wenn ich Tommy Parker heute trauen müsste, ich glaube, dann würde ich glatt in Ohnmacht fallen. Bei mir hatten Sie nicht den kleinsten Schwächeanfall. Bei der Hektik, die Sie hier verbreiten, komme ich einfach nicht in Stimmung. Ihr Herz schlägt eben nicht für einen seriösen Künstler. Sie stehen eben mehr auf Heuboje. Was heißt hier Heuboje? Tommy ist keine Heuboje. Er hat eine schöne Stimme, seine Musik ist schön und er singt sehr schön. Na, wie schön für Sie. Aber ich gebe auf das Gesülze keinen Cent. Sie verdienen Ihre Cents doch nur mit Ihren Verbrechen. Ich meine mit den Verbrechen anderer Leute. Oh ja, Sie verdienen mit Verbrechen viel Geld. Jetzt hat sie mir es aber gegeben. So viel Temperament hätte ich Ihnen ja gar nicht zugetraut. Ich bin auch erstaunt. Lesen Sie erst einmal das Buch, das Sie von mir haben. Dann können Sie das besser beurteilen. Ich schreibe nun schon mal eine Widmung. Beschmieren Sie nicht mein Buch. Lehr mich einer die Frauen kennen. Die eine will erst heiraten, dann will sie wieder nicht. Die andere will ein Autogramm, dann will sie wieder keins. Was wollen Sie denn nun eigentlich? Was ich will? Ich frage Sie, was Sie wollen. Sie sind doch zu mir gekommen. Ich frage Sie nun also letztmalig. Wollen Sie nun noch getraut werden oder nicht? Das müssen Sie schon Sie fragen. Sie hat recht. Tommy Parker ist so liebenswürdig. Er ist so sympathisch und er macht so schöne Musik. Was hast du mit meinem Tommy zu tun? Und vor allem, was hat dein Tommy mit Saskia zu tun? Ich war auf seinem Konzert und bin ohnmächtig geworden. Das wäre ich auch. Also ich bin nur ohnmächtig geworden, weil ich nichts gegessen hatte. Ich wollte für die Hochzeit heute ganz schlank sein. Typisch. Zuerst hungern, bis jedem Bandwurm der Lebensraum genommen wird. Und wo es dann fehlt, wird ausgestopft. Aufgewacht bin ich dann in seiner Garderobe. Hat er Sie wach geküsst? Hören Sie doch auf! Sie sind Standesbeamtin und keine Märchentante. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Und deswegen konnte ich nicht mit reinem Gewissen Ja sagen. Wie rührend. Aber merke dir, Schätzchen,
Es ist eine Stärke von uns Frauen, auch mit einem schlechten Gewissen glücklich zu werden. Also ich halte das eindeutig für eine Schwäche. Und ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Ehrlichkeit. Oh, und Sie halten den Mund. Und was sagen Sie? Manchmal ist Unehrlichkeit leichter zu ertragen. Ich fühle mich wie Napoleon nach der Schlacht von Waterloo. Mein armer kleiner Kaiser. Ach du Schande! Jetzt ist es passiert! Die Journalisten sind da! Da können wir uns ja auf schöne, gemeine Schlagzeilen fassen. Ich sehe sie schon vor mir. Ilja B. und seine Frischzellenkur. In Kummer 23. Und das alles nur, weil Sie so getrödelt haben! Wieso? Ich habe doch nicht Nein gesagt! Saskia! Tommy? Saskia! Tommy! Das ist Tommy Balkerl! Tommy, du hier? Bin ich rechtzeitig gekommen? Hast du Nein gesagt? Ja. Ja? Nein! Also das hatten wir ja noch nie. Es gibt für alles ein erstes Mal. Was macht der denn hier? Du konntest doch nicht im Ernst diesen Grufti da heiraten. Nein. Du hattest auch schon mal mehr Charme. Ich bin froh, dass du Nein gesagt hast. Hier, die sind für dich. Oh, danke. Ein schöner Strauß. So, Sie waren jetzt leider umsonst hier. Sie übrigens auch. Aber wenn Sie... Die Gebühren müssen Sie trotzdem zahlen. Dann will ich aber auch was für meine Gebühren haben, wenn ich schon mal so früh aufstehe. Ich lasse mich doch hier von den Kindern nicht zum Narren halten. Ich frage jetzt zum letzten Mal. Saskia, willst du mich heiraten? Nein, das will sie nicht. Das will ich von ihr selbst hören. Oh ja, Konfuzius sagt, wer sich nicht laut beim ersten Mal, probiert es noch ein zweites Mal. Noch ein Volt und ich verwandle sie in eine Seidenlaupe. Laupe. Also bitte, was sagst du? Es tut mir leid, aber ich bleibe bei meinem Nein. Na bitte. Ich kann nicht anders. Also deinem Astrologen kannst du die Freundschaft aufkündigen. Es bleiben dir genau noch 1 Minute und 30 Sekunden für die Wahl deines Lebens. Konfuzius sagt, je höher die Sonne steht, desto weniger Schatten gibt es. Achtung! Warnung für alle im Sternzeichen Löwe, Geborenen mit Aszendent Steinbock. Glückliche private Verbindungen müssen bis 11.30 Uhr geschlossen sein. Danach wirft der Mars lange Schatten und verhindert künftige Harmonie. Ich gehe hier nicht ohne Frau aus. Ist hier im Raum ein weibliches Wesen, das sein Leben mit mir teilen will? Das ist ja wie beim Winterschlussverkauf. Mega Chance für alle Steinböcke mit Aszendent Löwe. Nie standen die Sterne günstiger. Heute können Sie Ihre große Liebe finden. Wenn Sie zwischen 10 und 13 Uhr nicht zugreifen, werden Sie es Ihr Leben lang bereuen. Ich mache Sie für das Zustandekommen dieser Ehe persönlich verantwortlich. Ja! Was? Wer war das? Schaust du mich an? Sie hat ja gesagt. Nein! Sie hat ja gesagt! Ein Ehemann vom Wühltisch. Sie? Sie haben gefragt, ob hier jemand ist, der sich traut, Sie zu heiraten. Und ich habe gesagt, ich trau mich. Ja, Sie doch nicht. Sie sind doch überhaupt nicht mein Typ. Glauben Sie denn, dass Sie mein Typ sind? Sie sind doch noch arroganter, als die Presse schreibt. Ach ja? Und schrecklich überheblich. Ja? Und unglaublich eingebildet. So? Egozentrisch. Weiter. Aufgeblasen. Weiter. Und überhaupt ein blöder Schnösel. Na Gott sei Dank, dann wird das ja wohl nichts mit uns beiden. Und ich heirate Sie trotzdem, denn die Sterne lügen nicht. Und in meinem Horoskop stand heute, zugreifen. Und in meinem Horoskop stand etwas Ähnliches. Es kann unmöglich Sie gemeint haben. Noch 5 Sekunden. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zur Schnapp. Sehr gut. Voller Einsatz für die Gerechtigkeit. Der versteigerte Ehemann. Dann herzlichen Glückwunsch. Thank you.
war in einem Zustand tiefster emotionaler Orientierungslosigkeit. Da sagte ihnen die Frau, die sie lieben und mit der sie ihr künftiges Leben verbringen wollen, plötzlich vor versammelter Mannschaft: Nein, ich will dich nicht. Also eine schallende Ohrfeige ist nichts dagegen. Ich habe einfach Pech mit Frauen. Meine erste Frau hat mir auch einen Schock versetzt. Sie war attraktiv und sehr selbstbewusst. Ich hatte ziemlich erfolgreich eine Novelle veröffentlicht. Das gefiel ihr. Sie hat sich in meine literarische Erscheinung verliebt, in meine reale, leibliche Existenz. Da war sie völlig überfordert. Sie sagte mir in der Hochzeitsnacht gerade heraus: Der Vollzug der körperlichen Liebe gehört nicht zu meinen Fantasien. Sie wollte mich also für ihren Mangel an Fantasie bestrafen. Das konnte doch nicht gut gehen. Sie ist abgetaucht. Ja, ja. Bei einem Tauchurlaub in der Karibik war irgendetwas mit ihrem Sauerstoffapparat nicht in Ordnung. Man hat sie nie gefunden. Es gab damals viel Ärger mit der Versicherung, die dann aber nach endlosen Untersuchungen dennoch mein Vermögen vermehren musste. Ich rächte mich an ihr und schrieb einen Krimi, den ich die Miesmuschel nannte. Es wurde ein Sensationserfolg. Aber hören Sie weiter. Die Presse hatte natürlich von dem Debakel auf dem Standesamt Wind bekommen. Ja, bitte. Was? Von welcher Zeitung sind Sie? Von der Buhler? Hören Sie, Sie stören, ich bin bei der Arbeit. Nein, grundsätzlich, ich gebe keine Interviews. Wen soll ich heiraten? Eine Standesbeamtin? Sagen Sie mal, wer hat Ihnen denn den Quatsch erzählt? Kein Kommentar. Verdammt nochmal! Was soll das denn? Das klingt ja nach dem nächsten Großangriff. Tatsächlich, Großangriff. Aber nicht der Reporter, sondern meine Schwester. Hab das halbe Einfahrtstor umgefahren. Jetzt hat sie schon einen automatischen Toröffner und dann kann sie nicht einmal warten, bis das Tor ganz offen ist. Es wäre so schön, wenn sie einmal ganz ruhig aus einem unverbeulten Auto aussteigen könnte und nicht reinkommen würde mit dem Satz: Also ich bin fix und fertig. Also ich bin fix und fertig. Sie kann's nicht. Du bist fertig? Wovon denn? Ich habe Grund, fertig zu sein bei den Kosten, die du mir verursachst. Nun sei mal nicht kleinlich. Ich habe doch nur das Tor gerammt, das es bei mir nicht gibt. Das böse Tor. Da bin ich dir aber dankbar, dass du das Haus stehen gelassen hast. Denn das gibt es bei dir auch nicht. Das habe ich in der Eile vollkommen übersehen. Hier, ich habe uns Weihnachtskekse mitgebracht. Schließlich haben wir den 4. Advent. Wenigstens bist du nicht verletzt. Oh Gott! Das sind ja keine Krähenfüße, das sind Schützengräben. Oh, man bringe mir das Zeug, das man an Mäusen und Meerschweinchen testet. Nun fall nicht gleich in Depression. Wenn die zarte Morgenröte verblasst, muss noch nicht gleich Nacht werden. Hoffentlich fällst du nicht gleich in Depressionen. Wieso? Hast du die Zeitungen schon gelesen? Nein. Dann lies sie auch nicht. Hier. Gleich auf der Titelseite. Ilja B. von Schlagerstar ausgestochen. Das klingt ja, als ob ich ermordet worden wäre. Drama auf dem Standesamt. Theaterluder Saskia H., 23, Doppelpunkt. Ich liebe Tommy. Seinem Genre alle Ehre machte der berühmte Kriminalschriftsteller Ilja B., als auf dem Standesamt seine Eheschließung mit dem Starlet Saskia H. platzte. Was die Anwesenden da erlebten, übertraf alle seine Krimis an Spannung. Nachdem Saskia ihm das Ja-Wort verweigerte, versprach Ilja B. spontan der noch ledigen Standesbeamtin Margarete Haubenkranz die Ehe. Foto oben links. Ist das nicht ein hübsches Foto? Dieser Knödel auf dem Kopf, furchtbar, nicht? Oh. Mein Friseur hat mich schon angerufen. Er hat sich bereit erklärt, deiner Braut zur Hochzeit eine neue Frisur zu verpassen. Ist das die Aktion, unser Dorf soll schöner werden? Mach du nur deine Witze. Hier steht,
Frau Haubenkranz hat sich vom Standesamt schon auf unbestimmte Zeit beurlauben lassen, um sich auf ihre zukünftigen Pflichten vorzubereiten. Was denn für Pflichten? Na ja, sie wird ja nun an deiner Seite ein Leben im Rampenlicht führen. Hey, kannst du gleich einen neuen Roman schreiben? Ich und der Dutt. Unsinn, die heirate ich doch nicht. Verdirbst sie nicht mit der einzigen, die dir noch bleibt. Saskia kannst du vergessen. Hier steht, Hochzeitsglocken für Starlet und Schlagerstar, Fragezeichen. Jetzt schmeißt die sich voll an meinen Tommy ran. Dein Tommy, bleib mir bloß fern mit diesem Schlagerfuzzi. Was willst du? Er ist erfolgreicher als du. Er verkauft mehr Platten als du Bücher. Da liefern die armen Eltern ihre pubertierenden Töchter komplett vor dem Konzert ab und kriegen sie ohne Höschen wieder. Hatte Saskia kein Höschen mehr an? Was weiß denn ich? Ich war doch nicht dabei. Das war dein Fehler. Du hättest sie begleiten sollen. Ich unter diesen kreischenden Teenies? Na, danke. Für die sind doch schon Kaugummis eine Droge. Sie war sowieso viel zu jung für dich. Jemand wie du wäre selbst mir schon zu alt. Aber sowas Junges, Knackiges wie Tommy? Miststück. Wie redest du mit mir? Schmeiß ihn raus. Wen? Diesen Lümmel, diesen Westentaschen-Casanova. Schmeiß ihn aus deiner Agentur. Bist du verrückt? Er ist mein Zugpferd. Ich glaube, ich muss noch mal mit Saskia reden. Dazu wirst du bald Gelegenheit haben. Sie kommt hierher. Was? Ich habe sie hierher bestellt, damit du mit ihr reden kannst. Was, mischst du dich da schon wieder ein? Aber du hast doch gerade gesagt, dass du mit ihr reden willst. Ja, aber dann, wann ich will. Ach ja, und Tommy kommt auch. Natürlich, und Frau Haubenkranz selbstverständlich auch. Gut kombiniert, Herr Kommissar. Aber es steht ja auch in allen Zeitungen. Die Spatzen pfeifen es von allen Dächern. Was soll das werden, eine Pressekonferenz? Soll jetzt auch noch der letzte Rest an Privatleben an die Öffentlichkeit gezerrt werden? Ich bin nicht zu meinem Vergnügen hier. Wir veranstalten ein großes Gipfeltreffen. Natürlich ohne die Presse. So machen das die Politiker auch immer, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Ohne mich. Ich hau ab. Ich verschwinde. Dazu dürfte es jetzt zu spät sein. Was ist denn jetzt schon wieder? Dein nächster Besuch kündigt sich an. Mein Grundstück ist doch kein Schrottplatz für alte Autos! Oh Gott, sag mal, ist das nicht? Ganz richtig, der Dutt. Wie beim Stummfilm. Es reicht, wenn man sie nur sieht. Gut, dass man sie nicht auch noch hören muss. Hallo, Wanderheuschrecke. Sie hat einen Koffer dabei. Ich glaube, sie will verreisen. Ich glaube, sie ist am Ziel der Reise angelangt. Was? Vielleicht solltest du ein bisschen Futter rausstellen. Kann sie nicht wie alle anderen an der Haustür klingeln? Können sie nicht an der Eingangstür klingeln? Ich habe ja geklingelt, aber niemand hat reagiert. Ich glaube, die Klingel geht nicht. Die Sicherungen, die sind rausgefallen, als du das Tor gerammt hast. Die müssen wir sofort reparieren. Sie wissen doch, wo der Sicherungskasten ist, nicht wahr? Ja, na klar weiß ich das. Na, dann gehen Sie schon. Ich gebe, wenn es mir passt. Und jetzt passt's mir nicht. Hier, ich habe uns einige Weihnachtskekse mitgebracht. Schließlich haben wir ja den 4. Advent. Danke. Sehr nett. Ich wollte noch mal sagen, wie leid mir Ihre Niederlage am Standesamt tut. Des einen Leid, des anderen Freude. So, jetzt passt's mir. Ich gehe die Sicherungen einschalten. Ja. So ist's brav. Sie sehen ja entzückend aus. Wir hätten Sie beinahe nicht wiedererkannt. Wir kennen uns ja nur amtlich. In meiner Freizeit sehe ich natürlich anders aus. Mehr wie jetzt. Reizend. Eine Mischung aus Kohliesels Tochter und Robin Hood. Schön, dass es Ihnen gefällt. Was macht Ihr Friseur eigentlich beruflich? Oder haben Sie sich die Frisur selber gemacht? Das Rezept stammt von meiner Großmutter. Das kennt sonst keiner. Verständlich.
Schöne Schuhe machen einen schlanken Fuß. Es gibt nur eines, das kleiner ist als die Füße einer Frau. Die Schuhe einer Frau. Apropos Fuß, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nicht zu Fuß gekommen sind. Ich bin mit dem Auto gekommen, aber mit dem kann ich nicht wieder weg. Was ist denn passiert? Ich fuhr mit dem Auto durch die Einfahrt, da stand dieser andere Wagen mitten im Weg. Ich bin leider draufgefahren. Ach, das macht nichts. Das war nur mein Auto. Das war ja sowieso schon völlig verbeult. Jetzt ist auch noch die Stoßstange ab. Ich sag's ja, ein Schrottplatz. Ich wünsch mir schon lange ein neues Auto. Das dürfte doch drin sein als Verlobungsgeschenk. Nicht? Schatzi? Sagen Sie nicht Schatzi, das ist das dümmste Wort, das ich kenne. In Ordnung, Berli. Aber sonst geht's Ihnen gut? Danke, mir ist nichts passiert. Was wollen Sie denn mit dem Koffer? Wollen Sie verreisen? Ja, nein, ich werde für einige Zeit hierbleiben. Was, hier bei mir? Ja, natürlich, damit wir uns gleich verstehen. Ich bin nicht zu Ihrem Vergnügen hier. Aber schließlich sind wir ja verlobt und da wir bisher noch keine Gelegenheit hatten, uns besser kennenzulernen, sollten wir uns jetzt ein bisschen aneinander herantasten. Was? Sie meint Petting. Wissen Sie, meine Mutter hat immer gesagt, wenn dir das Glück begegnet, dann pack es beim Schwanz. Und lass es nicht wieder los. Hier stehen ja herrliche Zeiten bevor. Also jetzt mal im Ernst, Sie haben das doch alles nur aus Trotz getan, hm? Nein, 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 jetzt nicht kneifen. Sie haben mich gefragt, ob ich Sie heiraten will und ich habe ja gesagt, ganz klassisch. Und warum muss es gerade ich sein? Wieso sind Sie eigentlich noch ledig? Sie sollten doch längst unter der Haube sein. Und das sollte jetzt keine Anspielung auf Ihren Namen sein. Ach, das bin ich gewohnt. Aber wussten Sie, dass 2/3 aller Ehen geschieden werden? Und wissen Sie, woran das liegt? Woran? Die meisten Männer suchen nach ihrer Traumfrau, aber erst nach der Hochzeit. Und in genau dieser Situation wollte ich für Sie als Traumfrau da sein. Frau Haubenkranz, ich muss schon sagen... Ach, sagen Sie doch, Margarete zu mir. Oder besser noch, Maggi. So nennen mich alle meine Freunde. Maggi? Wie... Maggi? Wie Maggi? Also gut, Maggi. Ich muss schon sagen, Sie imponieren mir. Ziel anvisiert und dann mit Volldampf drauf los. Das nenne ich moderne Kriegsführung. Im Moment sind wir noch im diplomatischen Vorgeplänkel. Die Devise heißt Rede statt Feder. Sie meinen Liebe statt Hiebe. Wissen Sie, in unserem Alter fällt einem die große Liebe nicht so einfach in den Schoß. Wir müssen schon ein bisschen dafür kämpfen. Ich bin sicher, ich kann Sie sehr glücklich machen. Wieso? Gehen Sie schon? Nein, warum? Ich möchte aber Sie bitten, dass Sie jetzt gehen. Sie haben mich mit Ihrem Jawort auf dem Standesamt aus einer peinlichen Situation gerettet, in die ich gebracht wurde. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Und ich mache Ihnen auch einen Vorschlag. Wir treffen uns in den nächsten Tagen in der Stadt. Ich lade Sie zum Essen ein und dabei klären wir unsere spezielle Situation. Und jetzt, tschüss. Sicher nicht zwischen getrüffelter Ochsenbrust und geminzten Champagner-Markklößchen und geeistem Rhabarber-Kaviar über kandiertem Zimtstangen-Parfüm. Zwischen all dem zeigt sich nicht der wahre Charakter eines männlichen Wesens. Was ich brauche, ist die häusliche Normalsituation. Mit all ihren großen und kleinen Banalitäten. Nur so kann ich ihre Kooperationsfähigkeit und damit ihre Ehetauglichkeit testen. Ich bleibe erstmal hier. Ich habe alles, was ich brauche, mitgebracht. Wo ist dein Schlafzimmer? Sie will zu mir ins Bett. Was? Das will ich selbstverständlich nicht. Ich will das Schlafzimmer für mich allein. Er geht ins Gästezimmer. Was? Wir wollen keine Lektion überspringen. Die gemeinsame Nacht ist erst Lektion 69. Ich gehe nicht aus meinem Bett.
Ich fürchte, du bist dieser Person einfach nicht gewachsen. Das muss er jetzt noch nicht unter Beweis stellen. Erst in der Hochzeitsnacht. Ich fürchte, die ist wirklich nicht zu meinem Vergnügen hier. Wenn man das erste Mal mit jemandem Sex hat, dann sollte das so sein, als wenn man in die Hauptstadt fährt. Mein Ex-Mann ist mit mir immer nur in den Harz gefahren. Auch Mittelgebirge haben ihre Höhepunkte. Komisch. Dann muss ich bei der Fahrt eingeschlafen sein. Also, wer geht nun ins Gästezimmer? Ich nicht, ich bleibe in meinem Bett. Gut, um meine Kompromissbereitschaft in diesem Punkt zu beweisen, gehe ich ins Gästezimmer. Ich bin nach allen Seiten offen. Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Kann man die Tür abschließen? Wieso, haben Sie Angst, dass Ihnen was zustimmt? Weibliche Reize provozieren selbst bei sonst kultivierten männlichen Wesen gewisse Urinstinkte, die zu hormonell gesteuerten Reflexen führen, die außerhalb der zerebralen Kontrollfunktion liegen. Und wir wollen doch nichts riskieren, oder? Sagen Sie mal, sind Sie eine entfernte Verwandte von Sigmund Freud? Die Kenntnis von psychologischem Grundwissen habe ich mir in berufsbegleitenden Fortbildungen angeeignet. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Hallo, Elia, bist du da? Was willst du denn hier? Ich bin nicht zu deinem Vergnügen hier. Ah. Oh. Vor 2 Tagen Ja gesagt und schon hier eingezogen? Das nenne ich spontan. Und? Haben Sie auch schon einen Schlüssel? Vielleicht später. Im Moment bin ich zum Probewohnen hier. Und was wird auf die Probe gestellt? Das Wohnen oder der Bewohner? Beides, noch in anderer Reihenfolge. Aber bitte, machen Sie sich doch bequem. Schließlich haben Sie eine Menge zu besprechen. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Ich bin nur hier, um meine Sachen zu holen. Hier, ich habe dir Weihnachtskekse mitgebracht. Schließlich haben wir den 4. Advent. Was für ein geschmackvolles Abschiedsgeschenk. Aber bevor du gehst, sollten wir doch noch einmal miteinander reden. Jetzt? Auf einmal? Wie oft habe ich das probiert? Ich habe dich zigmal angerufen, aber kaum hast du meine Stimme gehört, hast du sofort aufgelegt. Ich war wütend, das kannst du dir doch denken. Das ist alles nur passiert, weil du nicht mitgegangen bist zu diesem Konzert. Dann wäre ich nämlich in deinen Armen aufgewacht und nicht in seinen. Nicht alle Märchen sind wahr. Manchmal wird Schneewittchen auch von einem Zwerg wach geküsst. Ich glaube, wir sollten die beiden jetzt mal alleine lassen. Auch eine tote Liebe will beerdigt werden. Ach, ich liebe diese besinnliche Vorweihnachtszeit. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Gästezimmer. Hier entlang. Nennen wir es lieber das Notaufnahmelager. Es ist auf jeden Fall besser, wenn die Domptöse nicht gleich in der ersten Nacht im Löwenkäfig schläft. Ich habe den Eindruck, ich bin hier im Zirkus. Und macht der Löwe schon Männchen? Mach du dich nur lustig. Die spielt hier schon die Hausherrin und meine Schwester unterstützt sie auch noch. Das habe ich alles dir zu verdanken. Mir? Ja. Weißt du eigentlich, was du mir mit deinem Nein eingebrockt hast? Ich war mir im Moment nicht über die Tragweite meiner Unsicherheit im Klaren. Tut mir leid. Hast du mal die Zeitung gelesen? Ja. Die Auflage deiner Bücher wird wie nach jedem deiner Skandale steigen. Du bist einfach noch nicht reif, Verantwortung zu tragen. Ich bin reif genug, die Verantwortung für mich zu tragen. Ich weiß auch nicht, was zwischen mir und Tommy vorgefallen ist. Aber seitdem es vorgefallen ist, fürchte ich, dass ich für dich eher Sympathie als Liebe empfinde. Wenn Tommy mich ansieht, dann sehe ich alles rosarot. Und wenn Tommy singt, dann höre ich die Engel singen. Was glaubst du, wie ich die Engel hab singen hören? Nach dem Tiefschlag vorgestern auf dem Standesamt. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Okay, diskreter wäre sicher besser gewesen. Aber wenn du wüsstest, wie oft ich versucht habe, mit dir über meine Gefühle zu sprechen, aber nie hattest du Zeit. Für dich hätte ich immer Zeit gehabt. Du warst doch nie da. Du warst doch ständig unterwegs. Mal eine Signierstunde. Dann wieder ein Treffen mit deinem Verleger. Dann wieder eine Lesung. Du warst nie da. Und das war schon ein Vorgeschmack auf meine Zeit als deine Ehefrau. Da ist mir bewusst geworden, dass ich für eine Ehe noch gar nicht reif bin. Egal mit wem.
Schau mal, du bist doch in einer ganz anderen Lebensphase. Mir steht das ganze Leben noch offen. Du hast deine Chance schon genutzt, aber ich muss mich noch suchen. Und du hast dich schon gefunden. Vor allem habe ich dich gefunden. Du solltest von allem profitieren, was ich schon erreicht habe. In dir glaubte ich, die Frau gefunden zu haben, mit der ich die Früchte meines Lebens genießen könnte. Du hast schon geerntet und ich noch nicht einmal gesät. Das ist doch das, was ich dir schon die ganze Zeit sagen will. Mit dir an meiner Seite wäre für mich schon so vieles vorweggenommen, was mir erst noch bevorsteht. Du nimmst mir die Möglichkeit zur eigenen Entwicklung. Das ist dir erst vor 2 Tagen eingefallen. Nein, das liegt mir schon lange auf der Seele. Tommy war nur der Anlass, nicht der Auslöser. Und du glaubst, dass du bei diesem Tommy besser aufgehoben bist. Da hast du doch dasselbe Problem. Er ist doch genauso viel beschäftigt wie ich. Er ist genauso oft nicht zu Hause wie ich. Und er wird genauso wenig Zeit für dich haben wie ich. Ja, aber er ist noch in einer aufbauenden Lebensphase. Genau wie ich. Bei ihm werden die Weichen für die Zukunft noch gestellt. Genau wie bei mir. Und ich bin schon auf dem Abstand. Was? Ich hab verstanden. Nur kein Selbstmitleid. Du bist noch lang kein Fall fürs Eisenbahnmuseum. Na, dann gute Fakt mit dem Blitz. Was auch immer du mir vorwerfen magst, ich war zumindest immer ganz ehrlich mit dir. Na, ihr fast Vermählten? Habt ihr ein Glück? Gar nicht erst heiraten. Billiger kann man um eine Scheidung nicht herumkommen. Du musst es ja wissen. Da spricht die Expertin. Du nervst. Ich hab genug von guten Ratschlägen. Also für mich war meine Scheidung äußerst lukrativ. Erst heiratet armes Mädchen reichen Mann, dann verlässt reiches Mädchen armen Mann. Pass du nur auf, dass dich Frau Haubenkranz nicht auch auszieht. Finanziell meine ich. Dazu müsste ich sie erst einmal heiraten. Und dass das überhaupt nicht in Frage kommt, das habe ich ja hoffentlich deutlich genug erklärt. Aber sie scheint mich ja überhaupt nicht ernst zu nehmen. Wo ist sie eigentlich? Deine Verlobte? Sag nicht immer meine Verlobte. Ist auf ihrem Zimmer und macht sich ein bisschen hübsch. Das kann dauern. So, jetzt fühle ich mich fast wie zu Hause. Wow. Der Dutt ist weg. Den trage ich eigentlich nur im Dienst. Goldene Regel für die Standesbeamtin, niemals attraktiver als die Braut. Da haben Sie uns aber schön an der Nase herumgeführt. Na und, wie gefällt's Ihnen hier? Oh, wir werden schon einige Dinge verändern müssen. Hier bleibt alles, wie es ist. Sie wollen aber doch sicher, dass ich mich hier wohlfühle. Nein, das will ich nicht. Du bist der Mann, auf dem ich gewartet habe. Wo warst du nur mein ganzes Leben lang? Auf der Suche nach einem Versteck vor Ihnen. Sei nicht unhöflich. Schließlich ist sie bereit, dich zu heiraten. Das ist ja die Höhe. Muss ich jetzt noch auf Knien danken, dass mich jemand nimmt? Ja. Was? Es sei denn, Sie wollen vielleicht doch noch zugreifen. Oh, nein. Die Reservierung ist zurückgezogen. Übrigens, er funktioniert einwandfrei. Alles tipptopp. Der letzte Gesundheitscheck war in bester Ordnung. Gut, dann schicke ich ihn erst im nächsten Jahr wieder zum Service. Schön. Dann ist die Übergabe ja perfekt. Das ist ja wie bei einer Versteigerung. 3, 2, 1, meins. Ich fühle mich verramscht. Das ist Menschenhandel. Die Tür ist offen. Oh. Endlich. Tommy. Tommy? Hi. Wow! Ach, das ist aber nett. Hallo! Alle Überlebenden vom Standesamt treffen sich auf ein Plauderstündchen. Leider haben alle überlebt. Hier, ich habe uns Kekse mitgebracht. Schließlich haben wir... Den 4. Advent, ich weiß. Nur damit das klar ist, ich bin nicht zu meinem Vergnügen hier. Ich werde den 4. Advent als internationalen Tag des Missvergnügens eintragen lassen. Donate hat darauf bestanden, dass ich herkomme. Wir sind alle nicht zu unserem Vergnügen hier. Ihr habt uns da eine Suppe angebrockt, die wir jetzt alle gemeinsam auslöffeln müssen. Stört es Sie, wenn ich rauche? Es würde mich nicht mal stören, wenn Sie brennen. Na gut, dann eben nicht.
Also, ich bin hier, weil ich Saskia rausholen will aus diesem goldenen Käfig hier. Ach, wie leben Sie denn? Ich habe ein Loft mit Dachterrasse, da wohne ich mit meinem Bruder. Mit Ihrem Bruder? Ja, der wohnt jetzt bei mir. Ich musste ihn vor seiner 94-jährigen Vermieterin retten. Hat sie ein Auge auf ihn geworfen? Das nicht. Aber die alte Frau Labs hat in letzter Zeit schon dreimal den Gasherd angelassen. Mit ihren 94 Jahren sieht sie Explosionen aller Art mit einer gewissen altersbedingten Gelassenheit entgegen. Was auch immer passiert, sagt sie, mein Leben liegt in der Hand des Herrn. Nur das Leben meines Bruders lag in den Händen von Frau Labs. Und das war mir dann doch ein bisschen zu riskant. Könnten Sie nicht bei dieser Frau Labs einziehen? Ah, der Krimi-Autor spekuliert auf eine Gasexplosion. Zack, Konkurrent ausgeschaltet, nicht wahr? Bingo. Akzeptier doch endlich meine Entscheidung. Ich will dich nicht. Ich will Tommy. Alles klar, ist das jetzt angekommen? Also ich hau ab. Ich verschwinde. Ich hab hier sowieso nichts mehr zu melden. Ich hab die Nase voll! Mir reicht's! Er wird sich doch jetzt nicht aus dem Erdgeschoss stürzen. Ha, ha, ha. Sehr komisch. Seine letzten beiden Ehefrauen hat er überlebt. Ob ihm das bei Ihnen auch gelingt, das wage ich zu bezweifeln. Ach ja, über die beiden Ehefrauen vor mir müssen wir noch einmal sprechen. Wie sind denn die zu Tode gekommen? Es ist doch merkwürdig, dass beide durch Unfälle aus dem Leben geschieden sind. Ich meine, ich muss doch wissen, was mir bevorsteht. Sie wollen doch nicht andeuten, dass... Also, das ist eine Unverschämtheit. Jetzt bin ich auch dagegen, dass mein Bruder sie heiratet. Sie schienen mir erst so rührend naiv, fast ein bisschen hilflos. Wie jemand, um den er sich kümmern kann. Aber davon ist jetzt nichts mehr zu merken. Na gut, dann können wir ja auch gehen. Komm, Saskia. Mein Bruder freut sich schon auf seine neue Mitbewohnerin. Du, Tommy. Ja? Ich glaube, wir müssen noch etwas klären. Was denn? Ich bin schon weg. Ah, nein, nein, Sie können ruhig bleiben. Vielleicht könnten Sie mich sogar ein bisschen unterstützen. Aber was? Wobei denn? Ich möchte noch nicht bei dir und deinem Bruder einziehen. Aber warum denn? Stört dich mein Bruder? Mein Loft ist riesig, den wirst du kaum zu Gesicht bekommen. Ich möchte zuerst in meinen eigenen vier Wänden wohnen. Aber warum denn? Ja, jetzt bin ich 23 Jahre alt geworden. Zuerst waren meine Eltern immer für mich da, dann hat Ilya immer für mich bestimmt und jetzt kommst du und organisierst mein ganzes Leben. Und ich probiere doch gerade aufzuhören, das Baby meiner Eltern zu sein. Schau, gib mir doch ein bisschen Zeit, um erwachsen zu werden. Wir müssen doch nicht erwachsen werden. Erwachsene gibt es schon viel zu viele. Lass uns einfach unsere Kindheit mitnehmen, bis ins hohe Alter. Das ist ein schöner Gedanke, ja. Ja, wir wollen es versuchen. Aber bevor wir damit beginnen, brauche ich einen ganz kleinen Abstand zu allem, was passiert ist. Ich muss mich erst selbst finden und dann kann ich mich eventuell für dich entscheiden. Ja, gut, ich gebe dir Zeit. Bis in 6 Tagen, bis zum Heiligen Abend. Der Tag, an dem die Liebe geboren wurde. Ja, na gut, dann bis in 6 Tagen. Und jetzt gehe ich meine Sachen holen. So, nun halten Sie sich aber dran und bedrängen Sie sie die nächsten Tage nicht. Das wird mir sehr schwer fallen. Ich liebe sie nämlich sehr. Hoffen wir nur, dass Sie es ernst mit ihr meinen. Natürlich tue ich das. Sie sind ein Showman, ein Bühnenstar, ein Idol, umgeben von Backfischen, die Sie anhimmeln. Da sind Sie doch ständig in Versuchung. Sie meinen diese niedlichen kleinen Clarasil-Girls mit ihren viel zu engen T-Shirts? Darf es ein bisschen Bauchspeck mehr sein? Die sind ja ganz niedlich, aber für mich kommen sie nicht in Frage. Und ich sage Ihnen, in 2 Jahren wird es denen peinlich sein, dass sie meinetwegen in Ohnmacht gefallen sind. Und warum soll es nun ausgerechnet Saskia sein? Sie kennen doch Romeo und Julia. Ja. Na eben, da fragt man ja auch nicht, ob sich die wirklich lieben. Man glaubt es einfach. Sie haben sich in die Augen geschaut und es hat zzzum gemacht. Und die Erde hat gebebt. Wenn die Chemie stimmt, das merkt man einfach. Und genau so war es bei Saskia und bei mir. Das muss Ihnen doch aufgefallen sein vor 4 Tagen. Ach ja,
Ja, auch Saskia und ich haben uns in die Augen geschaut. Um 22.55 Uhr. Und die Erde hat gebebt. Da habe ich fern gesehen, ich habe nichts gesehen. Und wir sind auf Elfenflügeln zum Mond geflogen. Meine Rouleaus waren runter, ich habe nichts bemerkt. Gott, sind Sie profan. Und Sie sind einfach süß. Und Sie sind eine richtige Augenweide geworden. Ach ja? Ja, Sie sind eine sehr attraktive Frau. Finden Sie? Ja. Könnten Sie mir ein bisschen den Hof machen? Wie bitte? Nicht jetzt, auch nicht wirklich. Dann, wenn er uns sehen und hören kann. Sie meinen, Sie wollen ihn... Genau! Nichts wird einen Platzhirsch wie ihn mehr auf die Palme bringen als Konkurrenz im eigenen Revier. Aber ich warne Sie, wer mit den Affen spielt, wird manchmal gebissen. Nicht, dass Sie ihm am Ende noch verfallen? Er soll mir verfallen, das ist ja das Spiel. Und dann lasse ich ihn ganz genussvoll abblitzen. Aber warum das ganze Theater? Seine Überheblichkeit schreit doch geradezu nach einem Dämpfer. Und es gibt da ein paar dunkle Punkte in seiner Biografie, die ich gern aufdecken möchte. Was denn für Punkte? Manchmal könnt ihr Frauen einen wirklich zum Wahnsinn treiben. Jetzt habe ich einen riesen Schrotthaufen in meiner Einfahrt und kann mit meinem Wagen nicht mehr von meinem eigenen Grundstück rauskommen. Wie gut, dass ich meinen Wagen vor der Einfahrt geparkt habe. Also, wenn diese Person mich nicht angebumst hätte, dann könnte ich dir den Weg jetzt freimachen. Wo? Oh, ist das ein Ohlschmetterl? Oh, ist das hier eine Balti? Was macht der denn hier? Oh, ich wurde eingeladen. Donata. Ich habe ihn nicht eingeladen. Ich, das war ich. Ich habe Herrn Leng hierher gebeten. Was soll er hier bitte? Oh, wir müssen den Umbau von Ihrem Haus besprechen. Was für einen Umbau? Sie wissen doch, Herr Leng ist Lebens- und Lebensraumberater. Mit geringfügigen baulichen Veränderungen bewirkt er, dass Glück und Harmonie ins Haus hinein, aber nicht wieder hinaus können. Wow, das ist echt scharf. Es gibt hier keinen Umbau. Ist das klar? Ich will jetzt nur meine Ruhe. Und deshalb möchte ich, dass ihr allesamt auf der Stelle hier verschwindet. Lilex, ich habe Ihnen extra chinesische Frühlingskekse mitgebracht. Na wunderbar, jetzt kann ich ja bald eine Konditorei aufmachen. Stopp! Hier! Das ist gut! Hier machen wir ein Loch, damit der Klache kann klackseln. Eini und Aussi. Meint ihr das ernst? Ich glaube schon. Ich verstehe. Wir haben also jetzt eine Drachenepidemie, die sich über die ganze Welt ausbreitet. Und bald werden alle Häuser durchlöchert sein wie Schweizer Käse. Ach, das bedeutet also die gelbe Gefahr. Da draußen sieht es mehr nach weißer Gefahr aus. Habt ihr gesehen, was da los ist? Und ein Sturm tobt unglaublich. Oh, das ist die Lache des Klachen. Ja, und der hat sich jetzt mit Frau Holle verbündet. So, ich bin fertig. Wir können gehen. Hier kommt keiner weg, hier kommt niemand mehr raus. Wir sind eingeschneit. Wir können doch Schneeketten anlegen. Sie werden nicht mal mehr Ihr Auto finden. Was habe ich nur verbrochen, dass ich so bestraft werde? Eingeschlossen mit euch und wer weiß wie lange, eingeschneit, vielleicht bis ans Ende unserer Tage. Eines Tages wird man uns finden. Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich alle mumifiziert sein. Damit haben Sie jetzt nicht gerechnet, was, Yeti? Yeti.
Herzlich willkommen zurück im Saal, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle wieder da sind. Ich hoffe, Sie sind erholt und gestärkt und wieder voll aufnahmefähig. Denn Sie sollen nun ohne Umschweife die Fortsetzung meiner Biografie hören. Und ich betone es noch einmal. Alles, was ich Ihnen erzähle, ist wahr. Selbst die künstlerischen Freiheiten habe ich erlebt. Ich war also eingeschlossen in meinem Hafen. Bildlich gesprochen. Eine kleine, bescheidene Segeljacht, umgeben von einem Panoptikum von fremden Schiffen. Da war meine Schwester. Ein grell aufgetakeltes Schiff mit liebenswerten Intarsien. Da war Herr Leng. Eine chinesische Tschunke, im trüben gelben Gewässer treibend, mit mysteriösen Zielen. Da waren Saskia und Tommy, zwei venezianische Gondeln in alberner Gefühlssoße vor sich hin dümpelnd. Und da war Margarete Haubenkranz. Zuerst ein harmloses, unauffälliges Tretboot, das plötzlich zu einem kanonenbestückten Panzerkreuzer mutiert, wild um sich schießend. Und ich hatte keine Ahnung, wie wir alle wieder die offene See erreichen sollten. Na, du angeschossenes Gummiboot. Wohin geht der Kurs denn nun? Du hast dir ja ganz schön das Ruder aus der Hand nehmen lassen. Quatsch, Ruder aus der Hand. Captain Haubenkranz gibt den Kurs vor. Leinen los und alles hört auf ihr Kommando. Verlass dich ganz auf mich. Ich sorge schon dafür, dass das hier kein Geisterschiff wird. Jetzt wird das Katastrophenamt angerufen. Was suchen Sie denn? Wir brauchen einen Räumdienst. Hier ist die Nummer von der Straßenverkehrswacht. Die wollte ich gerade anrufen. Ah! Ah! Was ist denn? Ist der Alkohol alle? Schau mal, wie die aussieht. Wow. Hallo. Wollen Sie ausgehen? Wir haben den vierten Adventsabend. Da kann man sich doch mal ein bisschen hübsch machen. Also, ich finde nicht fair, was Sie hier treiben. Sie sind die Einzige, die mit einem Koffer angereist ist und die sich ständig umziehen kann. Und dann auch noch mit wachsendem Erfolg. Danke. Oh, Konfuzius sagt, der erste Blick am Morgen in den Spiegel sagt einem, wie der Tag wird. Und Ihr Tag wird sicher wunderschön und geil. Also dieser Konkurrenz bin ich nicht gewachsen. Und deshalb ziehe ich beleidigt in die Küche um und lasse mir von Herrn Leng zeigen, wie man richtig Tee kocht. Kommen Sie, Herr Leng! Oh ja, ich folge erlötend! Schleimer! Oh, Konfuzius sagt, jeder lässt irgendwann seinen Beutel in eine fremde Tasse hängen. Der geht mir mächtig auf den Sack. Hallo? Ach Gott sei Dank, Sie sind tatsächlich dran. Wir brauchen Hilfe. Wir können uns aus eigener Kraft zum Schnee nicht mehr befreien. Wie? Sie sind auch eingeschneit? Ja, und wie lange soll das noch dauern? Wenn es nicht besser wird bis zur Schneeschmelze, hören Sie, wir haben Dezember. Ach, Witzbold. Was hat er gesagt? Wir sollen die Lebensmittel rationieren. Welche Lebensmittel? Ich wollte längst auf Hochzeitsreise in der Karibik sein. Wenn der Schneefall nachlässt, kann Proviant per Hubschrauber abgeworfen werden. Das geschieht Ihnen recht. Jetzt haben Sie nicht genug zum Umziehen dabei. Oh, aber dass ich mich umgezogen habe, das haben Sie sehr wohl positiv registriert. Sie machen das ja auch so aufdringlich, dass man das gar nicht übersehen kann. Das ist wieder mal typisch, Mann. Man wird als Frau nur wahrgenommen, wenn man sich ein bisschen rausgeputzt hat.
Aber das steht Ihnen ja wirklich gut. Da schon wird man angemacht. Moment mal, es ist mir völlig egal, was Sie anhaben. Meinetwegen können Sie auch nichts anhaben. Ah, Sie ziehen mich mit Ihren Blicken also schon aus. Wie soll man da noch gleichberechtigt miteinander debattieren können? Sie können mich in Gedanken ja auch ausziehen. Dann kommunizieren wir wieder auf einer Ebene. Das ist Aufforderung abhängiger zu sexuellen Handlungen. Solange wir nicht verheiratet sind, lehne ich das strikt ab und werte das als unmoralisches Angebot. Moralische Entrüstung ist der Heiligenschein der Scheinheiligen. Sie sind für mich das typische Beispiel dafür, dass Charakter und Talent gleich Talent abzüglich Eitelkeit ist. Aber was bleibt, wenn die Eitelkeit größer ist als das Talent? Dann kommt der Charakter in die Miesen. Sie sind eine richtige Kampfhenne. Sagen Sie mal, wo haben Sie eigentlich diese Streitlust her? Daran waren meine Eltern schuld. Ich war in meiner frühen Jugend ein Biest, bei Ihnen muss das umgekehrt gelaufen sein. Sie sind im späten Alter eins. Ach, wie schön. Ihr schreibt euch nicht, ihr beschimpft euch nur. Ja. Entschuldigen Sie bitte, es ist mir etwas peinlich, dass Sie unser kleines Streitgespräch mit anhören müssen. Aber das muss Ihnen doch nicht peinlich sein. Denn der, der zum ersten Mal statt eines Speeres ein Schimpfwort benutzte, ist immerhin der Begründer der Zivilisation. Der Tee ist gleich fertig. Sie können aber schon mal die Tassen verteilen. Ja, natürlich. Also, freie Schneeschaufeln nützt nichts. Ist alles sofort wieder zugeschneit? Du siehst aus wie ein Schneemann. Eine Schneefrau. Und du hast eine ganz rote Nase. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shining nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. Ich freue mich. Wenigstens euch beiden scheint der Schnee ja nicht auf die Stimmung geschlagen zu haben. Nein, noch finden wir es lustig. Endlich gibt's mal weiße Weihnachten. Entschuldigt mich, ich muss mal meine Hände unter heißes Wasser halten. Im Flur, die linke Tür. Ich weiß. Tee kommt gleich. Danke. Eigentlich könnten wir das Haus auch ein bisschen weihnachtlich schmücken. Schließlich haben wir den 4. Advent und wie es scheint, müssen wir den auch noch gemeinsam feiern. Tja, und dann sitzen wir alle gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum und singen: O du Schreckliche, o du Grausliche, furchteinflößende Weihnachtszeit. Toller Text zum Fest der Liebe. Friede, Freude, Eierkuchen und wenn es nach Ihnen geht, auch gleich Hochzeit. Bestimmt haben Sie auch für diesen Anlass das passende Kleid dabei. Komm, wir gehen den Weihnachtsschmuck aus dem Keller holen. Oh Gott, wie gern wäre ich gern weit weg von euch allen. Wissen Sie, was Männer und Wolken gemeinsam haben? Wenn sie sich verziehen, kann der Tag noch ganz schön werden. Ein gebildeter Affe. Na warte. Jetzt wird schweres Geschütz aufgefahren. Wo ist Saskia? Im Keller. Aha. Stopp! Die Situation scheint aus dem Ruder zu laufen. Wir müssen den Notfallplan aktivieren. Wenn ich es richtig verstehe, geht es um das widerspenstigen Zähmung? Genau. Also, wie lautet der Plan? So wie er wieder auftaucht, müssen Sie mich im Sturm erobern. Er muss uns quasi in flagranti erwischen. Glauben Sie, dass wir ihn aus der Reserve locken können? Der Festungswall zeigt schon schwache Stellen. Da haben wir Frauen einen untrüglichen Instinkt. Gut. Sollen wir einen Probelauf starten? Zu spät! Er kommt! Oh, oh, mein kleiner Liebling! Und es macht dir wirklich nichts aus, dass ich älter bin als du? Du bist wie ein guter Wein. Je länger er lagert, desto köstlicher wird er. Aber man sieht mir meine Reife doch schon an. Jedes deiner Fältchen macht dich noch unwiderstehlicher. Komm in die Garage. Im Neonlicht siehst du sie alle. Oh, mein Gott, bist du leidenschaftlich. Nein. Wie nein? Das war nicht Ilja, das war Donata. Jetzt kommt er. Du hast so starke Arme. Ich gehe regelmäßig in die Kraftkammer. Was machen Sie denn hier? Der hat uns noch gefehlt. Was? Dasselbe, was eine halbe Milliarde Chinesen gemacht haben, damit wir jetzt eine ganze Milliarde Chinesen haben. Aber bitte, Sie sind doch nicht für Ihre Vergnügen hier. Jetzt muss ich sagen, warum eigentlich nicht? Sie
meine Verantwortung übernommen. Da werde ich auch nachkommen. Das geht aber nur, wenn ich Ilja B. heirate. Und daran arbeiten wir gerade. Aber im Moment sieht es so aus, als ob sie doch mit meinem geheiratet würde. Hau doch ab, die Reifpflöcken. Aller guten Dinge sind drei. Halten Sie noch durch? Was tut man nicht alles für einen guten Zweck? Er kommt. Na endlich. Oh, ein Tête-à-tête mit dem berühmten Tommy Parker. Oh, wie hab ich mich nach diesem Augenblick gesehnt. Und jetzt ist er da. Verweile doch. Du bist so schön. Du bist die Antwort auf alle meine Sehnsüchte. Und ich dachte immer, man muss erst sterben, um in den Himmel zu kommen. Wenn Sie sterben, kommen Sie in die Hölle. Ah! Oh! Was ist denn in Sie gefahren? Bisher eigentlich nichts. Feiern wir hier eine Orgie? Ich verlange eine Erklärung. Wenn eine Frau einen Liebhaber nimmt, hat sie entweder genug von ihrem Mann oder nicht genug. Ich bin noch nicht ihr Mann. Und genau deswegen sah ich es als meine Pflicht als Kavalier, Maggie zu trösten. Wie können Sie es wagen, sich an meine Frau ranzumachen? Ihre Frau? Sie sind noch nicht ihr Mann, aber sie ist schon ihre Frau? Wie geht das? Wir sind uns versprochen. Es tut mir leid, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Sie besonderen Wert auf Frau Haubenkranz legten. Er legt auch keinen Wert auf Sie. Halt du dich da bitte raus! Aber du willst sie doch gar nicht. Wer weiß schon, was er will. Ach, Sie gehen, Sie spielen! Ja, mit Saski! Konfuzius sagt, schmus der Hahn mit der Klehe, war keine Henne in der Nähe. Verschonen Sie mich mit Ihren chinesischen Weisheiten und gehen Sie Reis pflücken. Das hat mir Tommy Parker auch schon vorgeschlagen. Na, warum tun Sie es dann nicht? Ich bevorzuge Pommes Frites. Aber wenn Sie mich loswerden wollen, sagen Sie mir, wo ich in Lue telefonieren kann. Vielleicht alleine in Ihrem Büro? Ja, in meinem Büro. Oh, Klaas. Konfuzius sagt, was sich liebt, das leckt sich. Ja, und wenn ein Pferd eine Katze wäre, dann könnte es die Bäume raufreiten. Ich möchte bitte klarstellen, ich habe ihn nicht hierher eingeladen. Und Sie, wollen Sie sich nicht auch mal dazu äußern? Hm? Was soll dieses ganze Theater mit diesem Grünschnabel? Ha? Jungen um die 25 haben einfach den niedlichsten Hintern. Oh ja, da hat sie recht. Aber das ist noch lange kein Grund, sich meinen Tommy zu schnappen. Oh doch, aber nicht der einzige. Oh. Was will die eigentlich? Soll ich vor ihr auf die Knie fallen und um ihre Hand anhalten? Es reicht doch wohl, wenn ich Ihnen dazu verhelfe, Ihren albernen Namen ablegen zu können. Das könnte Ihnen so passen. Meinen Namen behalte ich. Durch den Namen bin ich erst zu meinem Beruf gekommen. Wie das denn? Nach dem Abitur bin ich zur Berufsberatung gegangen und die haben gesagt, Nomen est Omen. Mit dem Namen können Sie nur Standesbeamtin werden. Das ist ja das Albernste, was ich je gehört habe. Da müsste ich ja Mordspaß heißen, weil ich den Leuten mit meinen Morden Spaß mache. Aber das wäre doch noch was. Margarete Mordspaß. Für den Namen würde ich sogar meinen aufgeben. Wir werden Bachmann heißen und damit basta. Wir werden Haubenkranz Bachmann heißen und jetzt basta. Geben Sie doch endlich nach, seien Sie doch nicht so stur. Oh, du Fröhliche, oh, du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Die Bescherung hast du leider schon verpasst. Wir haben gerade deinen geilen Tommy in den Armen von Frau Haubenkranz überrascht. In einer unzweideutigen horizontalen Lage. Ja. Ich weiß, das hat er mir gerade erzählt. Ich habe Maggie nur einen Gefallen getan. Ja, bei mir hat es gar nicht gefallen. Was soll man von einer Frau halten, die einen schon vor der Ehe betrügt? Früher war das alles viel einfacher. Da wurde beim Brautvater um die Hand angehalten und das dumme Ding wurde nicht einmal gefragt. Gut, dann halte ich jetzt ganz offiziell um die Hand Ihres Bruders an. Als Beamte mit Pensionsberechtigung habe ich einen sicheren Beruf und kann für ihn sorgen. Na, fabelhaft. Und ich, dummes Ding, werde nicht einmal gefragt. Moment!
Moment! Bevor Sie in den Stand der Ehe treten, sollten Sie sich einmal über Ihre beiden Vorgänger Eheflauen erkundigen. Was soll das denn jetzt bitte? Ach ja, bevor ich mich mit Ihnen verbinde, müsste ich noch einige Informationen über meine Vorgängerinnen haben. Vielleicht sind Sie ja so eine Art Heinrich der Achte, der sich rigoros von seinen Frauen mit oder ohne Gewalt trennt, wenn er genug von ihnen hat. Ich bin keine Anne Boleyn. Trenn dich sofort von ihr und wirf sie raus. Wie denn? Hier kommt keiner weg. Gib ihr einen Schlitten und raus mit ihr. Ich hab keinen Schlitten. Also, ich habe dich auch nie nach deinen ersten Frauen gefragt. Ich hielt die Frage für taktlos, aber interessiert hätte mich das schon auch. Ja, aber das ist doch hinlänglich bekannt. Das stand doch in allen Zeitungen. Meine erste Frau ist bei einem Tauchurlaub in der Karibik ums Leben gekommen. Ich war nachweislich nicht dabei. Ich war zu Hause und musste arbeiten. Aber sie war sehr hoch versichert. Na und? Keine Versicherung zahlt eine Prämie, wenn sie Zweifel hätte. An mich wurde gezahlt. Und ihre zweite Ehefrau? Die habe ich sehr geliebt. Die ist ganz aus Versehen zu Tode gekommen. Nach einem Unfall. Nach einer Wette. Sie wollte mir unbedingt beweisen, dass man sich nicht mit einer Hundeleine für Rehpinscher erhängen kann, wie ich das in meinem damals noch unveröffentlichten Roman beschrieben hatte. Sie wettete, dass diese dünne Leine sofort reißt. Leider hat sie die Wette verloren. Wann genau haben Sie diesen Krimi geschrieben? Kurz vor dem Tod meiner Frau. Aha. Schreiben Sie mit der Hand oder mit der Schreibmaschine? Ich schreibe alle meine Manuskripte mit der Hand. Meine Frau hat damals dieses Manuskript gelesen. Aha. Und Ihre Frau hat diese komische Hundeleinengeschichte als unrealistisch angezweifelt. Ja. Auch ich bezweifle die Glaubwürdigkeit Ihrer Geschichte. Na, dann versuchen Sie es doch auch mal. Und wenn Sie dann hängen, dann lache ich mich tot. Dann hätten wir gleich zwei Leichen auf einen Streich. Ja. Ob Ihre Frau durch eine Hundeleine, Zwirnzehen oder von mir aus Spinnenweben zu Tode kam, ist mir vollkommen egal. Wichtig ist nur, ob diese ominöse Hundeleine-Geschichte mit dieser Wette vor dem Tod Ihrer Frau oder danach geschrieben wurde. Habt ihr gehört? Der hat sein R wiedergefunden. Aus. Der ist gar kein Chinese. Ich bin verdeckter Mittler für den Versicherungstrust, bei dem Sie Ihre beiden Frauen versichern ließen. Mir wird schlecht. Während ich in Ihrem Büro war, war es ein leichtes für mich Ihre originalen Manuskripte genau unter die Lupe zu nehmen. Die waren alle penibel datiert. Dabei war es ein leichtes für mich festzustellen, dass Sie diese Hundeleine-Geschichte nach dem Tod Ihrer Frau geschrieben haben, um diese ominöse Wette zu konstruieren und diesen Selbstmordunfall zu konstruieren. Wie auch immer Ihre Frau zu Tode gekommen sein mag. Die Geschichte, die Sie uns hier auftischen, deckt sich nicht mit dem Datum Ihres Originalmanuskripts. Ich war immer dagegen. Du bist still, du weißt von nichts. Was soll das alles bedeuten? Das bedeutet, dass jemand beim Tod seiner zweiten Frau nachgeholfen hat. Beihilfe zum Selbstmord? Hilfe zum Mord. Mord? Mord? Mord. Was das zu bedeuten hat, muss ich Ihnen ja nichts erklären. Sie sind ja quasi vom Fach. Auf Mord steht lebenslänglich. Ich glaube nicht an einen Mord. Ich glaube, dazu sind Sie gar nicht fähig. Ich glaube an Ihre Unschuld. Lebenslänglich? Liebeslänglich. Wie bitte? Oh. Was ist denn jetzt? Sie ist unrichtig geworden. Genau wie du bei mir. Konfuzius sagt, Lothar Lippen soll man küssen. Jemand muss ihr helfen. Ja, sag ich ja. Mund-zu-Mund-Beatmung. Sie nicht, nicht sie. Ja, aber... Tommy. Okay. Tommy macht es nicht. Er macht das nicht. Mach's doch selbst.
Wie würde das denn aussehen? Inja, komm schon, du! Ich? Aber ich kann doch nicht, ich weiß doch gar nicht, wie man das macht. Oh mein Gott, Blasen, Blasen, Luft in die Lungen blasen, ich mach schon! Also schön. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so sensibel ist. Was ist denn? Wo bin ich? Sie sind ohnmächtig geworden und ich habe sie wach geküsst. Oh nein, nicht schon wieder. Sie will noch einmal vom schönen Prinzen geküsst werden. Mach schon, tu ihr den Gefallen. Oh Gott. Na, brauchst du auch eine Stärkung? Oh nein, danke. Wo bin ich? Sie sind hier in meinem Haus. Und Sie haben mir gerade eine wunderschöne Liebeserklärung gemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich hatte Sie gewarnt. Ich wollte Ihnen nur eine Lektion erteilen. Ich fand Sie ziemlich arrogant und anmaßend. Aber das bin ich doch gar nicht. Na, hören Sie mal, da kommen Sie auf mein Standesamt. Ich gebe mir alle Mühe, Ihnen den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Und was tun Sie? Was tue ich denn? Sie haben es furchtbar eilig, machen ein Riesentheater. Und als Ihre Auserkorene Nein sagt, glauben Sie einfach Schnitt machen zu können. Und schon steht die Nächste für Sie bereit. Ich hatte einen Schock. Ich war so verärgert über die Beleidigung des weiblichen Geschlechts. Da habe ich Ihnen, ohne lange zu überlegen, mein Ja wie einen Federhandschuh zugeworfen. Liebeslänglich. Hören Sie mal. Das ist das schönste Liebesgeständnis, das mir je jemand gemacht hat. Ich muss auch etwas gestehen. Ich kann und will nicht mehr lügen. Ich will deinem Glück nicht im Wege stehen. Pass auf, was du sagst. Quergestreift macht dick. Du bist zu dumm zum Tütenkleben. Bitte, Herr B. Lassen Sie Ihre Schwester doch sagen, was sie uns sagen möchte. Da kann sie auch niemand dran hindern. Es begann alles vor 55 Jahren. Ilias und meine Mutter, Gott hab sie selig, hat erfahren, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Aber unser Vater wünschte sich nichts sehnlicher als Nachwuchs. Als unser Vater dann auf eine mehrmonatige Geschäftsreise nach Südamerika aufbrach, nutzte sie die Gelegenheit und fuhr nach Moskau in ein Waisenhaus. Dort adoptierte sie ein Baby. Und als unser Vater heimkehrte, hatte er sein lang ersehntes Kind. Und wo ist dieses Kind jetzt? Ich bin dieses Waisenkind. Und wer bist dann du? Naja, unser Vater musste immer wieder mal auf lange Geschäftsreisen. Und er wollte nie ein Einzelkind. Warum erzählen Sie uns das alles? Unsere Mutter hat uns an ihrem Sterbebett die Adoptionen gebeichtet. Gleichzeitig mussten wir versprechen, unter keinen Umständen unserem Vater davon zu erzählen. Die Wahrheit würde ihm das Herz brechen. Aber warum erzählen Sie uns das alles? Was hat das mit dem Tod seiner zweiten Ehefrau zu tun? Ich habe sie umgebracht, um den letzten Wunsch unserer Mutter zu erfüllen. Was redest du da? Du hast das absolute Talent, aus einer verzweifelten Situation eine hoffnungslose zu machen. Glauben Sie ihr kein Wort? Ich war's. Du! Du hast deine Frau umgebracht? Du, ja. Du hast sie doch geliebt? Ja. Tatsache ist, Eva, also seine Frau und ich, wir hatten einen heftigen Streit. Es kam zu Handgreiflichkeiten und dabei ist sie die Kellertreppe hinuntergestürzt. Sie war auf der Stelle tot. Aber es war ein Unfall. Ich wollte sie nicht umbringen. Eva war Journalistin. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, eine Biografie über mich zu veröffentlichen. Und bei ihren Recherchen... Ihren Schnüffeleien. ...ist sie auf ein ärztliches Dokument gestoßen, das besagte, dass unsere Mutter keine Kinder bekommen könnte. Auf jeden Fall. Sie sind meine Schwester und Eva über die geplante Veröffentlichung so in Streit geraten, dass meine Schwester Eva aus Versehen im Handgemenge die Kellertreppe hinunterstupste. Das konnte nur passieren, weil die Kellertür unglücklicherweise offen stand. Tja, Ihre Frau kam aber durch Erhängen zu Tode.
Ja, meine geliebte Eva hatte das Pech, dass sie sich fallend mit dem Kopf in der über der Treppe hängenden alten Hundeleine verfing und somit stranguliert. Schön und gut. Das finden Sie gut? Nein. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Ihre Frau aber in einer alten, brüchigen, dünnen Hundeleine gefunden wurde. Um jeden Verdacht von meiner Schwester abzuwenden, erfand ich diese hanebücherne Geschichte von dem Hundeleinen-Selbstmord und der missglückten Wette. Wir brauchten ja nur die alte, stabile Hundeleine gegen die brüchige Rehpinscherleine austauschen. Und damit glaubte ich, meine Schwester aus allen Problemen rauszuhaben. Also, wenn diese Geschichte stimmt, und das wird sicher noch einmal überprüft werden, davon können Sie ausgehen, dann wird man erkennen, dass Ihre Schwester unschuldig ist und man wird sagen, es war ein Unfall. Schlimmstenfalls werden Sie wegen Körperverletzung mit Todesfolge belangt werden. Das klingt doch alles nicht mehr so schlimm. Falsche Chinesen, echte Russen, falsche Schwägerinnen. Ich hoffe, du bist wenigstens echt. Tja, und Sie müssen sich wegen der Verschleierung einer Straftat verantworten. Aber da können Sie bestimmt mit Bewährung rechnen. Damit werde ich wohl leben müssen. Aber ich bitte darum, alles von der Presse fernzuhalten. Unser Vater darf nichts davon erfahren. Das würde ihn nicht nur fertig machen, sondern auch das Andenken an unsere Mutter zerstören. Und Eva wäre völlig umsonst gestorben. Schwierig, aber ich werde sehen, was ich machen kann. Hattest du für mich auch schon eine Lebensversicherung abgeschlossen? Ja, hat er. Könnten Sie die bitte sofort auf Maggie umschreiben? Oh nein, bitte nicht! So, nachdem das jetzt geklärt ist, was bringt der heutige Abend noch? Vielleicht zwei Hochzeiten und doch ein Todesfall? Oh nein, als Standesbeamtin erkläre ich, dass wir heute alle ehelichen Verbindungen und Morde, was manchmal dasselbe ist, für heute ausgesetzt werden. Was sagst du dazu, Saskia? Ich schließe mich meiner Vorrednerin an. So schwerwiegende Entscheidungen werden für heute verschoben. Heute gibt's kein Ja, aber auch kein Nein mehr. Heute geht jeder in sein eigenes Bett. Und über Heirat wird nicht mehr geredet. Wie unsere Mutter immer schon zu sagen pflegte, heiratest du einen Mann, dann kannst du den Sex vergessen. Da besteht ja für uns alle noch Hoffnung. Und deshalb werde ich jetzt die unehelichen Schlafgelegenheiten verteilen. Herr Lenk, wie heißen Sie eigentlich wirklich? Renk. Also Herr Renk schläft auf der Liege in meinem Arbeitszimmer. Da kennt er sich ja bestens aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Tommy geht in mein Kabinett. Da ist ein Schlafsessel. Das bin ich gewöhnt von meinen Tourneen. Ich gehe in dein Zimmer und Saskia nimmt das kleine Zimmer. Das ist nach dem aktuellen Stand wohl am besten. Ich weiß ja, wo ich untergebracht bin. Ich kenne mein Zimmer. Und ich schlafe auf der Couch. Nicht sehr bequem. Naja, ich weiß gar nicht, in was ich da hineingeraten bin. Bin ich denn verrückt? Ich kann mich doch nicht an jemanden binden, den ich noch kaum kenne. Schließlich ist Heirat ja nicht das Ziel der Reise, sondern erst ihr Anfang. Also ich finde das alles unheimlich. Boah, mir ist kalt. Und so allein auf dem Sofa, da wird mir sicher noch kälter. Ich glaube, ich hole mir eine Wärmflasche. Wahrscheinlich bei Maggie. Was der jetzt mit Maggie macht, würde ich gerne mit Saskia machen. Was schleißt du dich hier so rum? Warum bist du nicht im Bett? Bett ist gut. Hast du schon mal zu zweit auf einem Schlafsessel geschlafen? Wieso zu zweit? Du bist doch allein? Aber ich wollte dich doch gerade abholen.
ich wollte dich auch gerade abholen. Ja, bei dir ist es bequemer. Komm. Moment! Ich möchte nur, dass du mich in den Schlaf singst. Du singst so wunderschön. Ja, das machen wir dann danach. Hör mal, Ilja, ich wollte dir noch sagen, dass alles... Nicht da? Na, wo wird der schon sein? Ja, eine Frage hätte ich da noch gehabt. Frau Donata. Herr Reng, was für ein Zufall, dass ich Sie hier treffe. Tja, eigentlich wollte ich schon in meinem Bett liegen, aber da... Genau da wollte ich auch hin. Zu mir in mein Bett? Oh nein, nicht doch. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie froh ich bin, dass jetzt endlich die Wahrheit ans Tageslicht gekommen ist. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen und das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Konfuzius sagt, der Stein, der einem von Herzen fällt, kann immer noch auf Ihren Füßen landen. Heißt das, Sie sehen mich schon Tüten kleben? Ich sehe in Ihnen viel eher ein unschuldiges Mädchen. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ob bei mir zu Hause oder in der Zelle, dann lade ich Sie auf eine Tasse Tee ein. Oder trinken Sie heimlich lieber Kaffee? Also nach dem Abend habe ich was Stärkeres verdient. Sie sehen auch so aus, als ob Sie einen kurzen vertragen könnten. Na, dann kommen Sie. Mein Bruder hat immer ein Fläschchen in seinem Zimmer. Und das trinken wir jetzt. Und dann schauen wir, ob es bei einem kurzen bleibt. Eher unwahrscheinlich. Jetzt geht's mir besser. Mit meinem Wärmfläschchen. Die zwei, drei Schluck haben mir gut getan. Flüssiger Mut. Jetzt könnte ich hier auch einen klassischen Heiratsantrag machen. Meine Gnädigste. Na, vielleicht kriege ich mich besser hin. Meine Gnädigste. Darf ich hiermit ganz offiziell um Ihre Hand anhalten? Ich werde Sie glücklich machen, in guten wie in schlechten Zeiten, bis ans Ende Ihrer Tage. Na, das ist ja ein Ding. Kaum bin ich kurz weg, schon hast du eine andere? Maggie! In meinem Genre würde man das jetzt auf frischer Tat ertappt oder in flagranti erwischt nennen. Na also? Was also? Was sagst du zu meinem Antrag? Naja, wenn ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, dass mich jede Flasche ersetzen kann, dann war das schon mal sehr nett. Aber prinzipiell bist du einverstanden? Prinzipiell habe ich nichts dagegen, nur wenn es um meine Heirat geht, da habe ich so leicht allergische Reaktionen. Und daran ist meine Tante schuld. Deine Tante? Ja, wann immer ich zu einer Hochzeit eingeladen war, hat sie zu mir gesagt, du bist die Nächste. Sie hörte erst auf, als ich bei einer Beerdigung zu ihr sagte, du bist die Nächste. Entschuldige. Ja, bitte? Was? Wer ist da? Der Schneeräumdienst? Sie können uns was versprechen. Ja, was denn? Bis morgen früh werden Sie sich bis zu uns durchgekämpft haben. Ha, na wunderbar. Da können ja alle meine Gäste wieder nach Hause fahren. Danke für die gute Nachricht. Du könntest mich also morgen wieder verlassen. Hättest du was dagegen, wenn ich noch bleibe? Das würdest du wirklich wollen? Ja. Lebenslänglich? Lebenslänglich.